Okay, hallo? Was ist denn hier los? Alles okay bei ihr? Okay, anscheinend ist das ein Hinterhalt. Okay, Hinterhalt, Hinterhalt. Hey Leute und herzlich willkommen zu dieser weiteren Folge von GTA 5 LSPDFA. Wir sind heute mal wieder als Spezialeinsatzkommando bzw. SWAT unterwegs und wie ich auch schon in der letzten Folge versprochen habe, sind wir dieses Mal natürlich auch mit einem SEK-Fahrzeug auf Streife bzw. fahren damit zu dem Einsätzen. Wir haben jetzt auch ein etwas krasseres, obwohl ich würde sagen eher ein etwas stärkeres Fahrzeug als in der letzten Folge. Wer sich erinnert, in der letzten Folge hatten wir ja ein paar Probleme mit Terroristen, weil diese einfach zu krasse Waffen hatten und einfach unser Fahrzeug zerstört haben. Aus diesem Grund fahren wir jetzt mit diesem schicken Fahrzeug. Das ist der Insurgent und zwar mit einem deutschen SEK-Skin bzw. mit einem Skin der deutschen Polizei extra hier für uns. Ich bedanke mich da auch nochmal bei Neuland Internet, der das Ganze hier gemacht hat. Ist wie in der letzten Folge auch im Hamburger Polizeistyle. Also ich finde das Fahrzeug auf jeden Fall mega cool und wie ihr auch schon sehen könnt, haben wir eine etwas ja größere Mannstärke. Wir haben auch eigentlich relativ gutes Equipment. Ihr könnt sie sehen, richtig krasse Waffen auf jeden Fall, denn aus der letzten Folge haben wir natürlich gelernt, hier sind aktuell starke Terroristen im Start, beziehungsweise haben die Leute einfach aktuell ziemlich krasse Waffen und dagegen müssen wir uns natürlich auch aufrüsten. Auf jeden Fall, die Blaulichter sehen wir dann gleich bei der Anfahrt zum ersten Einsatz. Die sind wirklich auch mega, mega krass hier bei dem Fahrzeug. Aber ich würde dann auch sagen, wir setzen uns jetzt mal mit unserem Team da rein und dann warten wir einfach mal, wann die Leitstelle uns den ersten Einsatz zuteilt. Und da kam auch schon der erste Einsatz für das Spezialeinsatzkommando rein. Anscheinend wird aktuell ein Anschlag vorbereitet. Wir wissen jetzt noch nicht, ob das ein Mordanschlag ist oder vielleicht ein Terroranschlag. Allerdings besteht aktuell der Verdacht dazu. Wir müssen jetzt einfach mal anrücken und gucken, ob das denn stimmt, ob hier wirklich ein Anschlag vorbereitet wird, denn es besteht dringender Tatverdacht. Deswegen fahren wir einfach jetzt mal zum Einsatzort, wo uns das gemeldet wurde. Das ist auch nicht ganz so weit weg, deswegen werden wir gleich auch direkt schon mal die Sirenen ausmachen. Ihr seht auch schon, ein Kollege hat sich hier außen einfach mal hingehangen, die anderen sind bei mir drin, ganz sicher. Und ja, ich würde eigentlich sagen, 400 Meter ist das Ganze noch entfernt. Deswegen machen wir jetzt schon mal hier die Sirenen aus. Denn wir wissen ja nicht, mit was für Tätern wir es da zu tun haben. Auf jeden Fall seht ihr schon das coole Blaulicht hier. Ich denke, bei Nacht sieht das noch ein bisschen geiler aus. Aber wir sehen es hier vorne, hier hinten. Überall ist wirklich verteilt richtig cooles Blaulicht. Ja, gut. Also, auf jeden Fall, der Einsatzort ist jetzt noch 200 Meter entfernt. Da vorne sollte das irgendwo sein. Wir gucken einfach mal. Irgendwie soll hier wirklich ein Anschlag vorbereitet werden. Deswegen wissen wir jetzt nicht genau, was hier abgeht. Oh, lol. Lol. Als ob. Okay, der will anscheinend irgendwie einen Mordanschlag auf jemanden verüben, auf den Präsidenten. Nee, obwohl. Ich weiß nicht. Ja, anscheinend haben wir es hier mit so einem Auftragsmörder zu tun. Der hat uns irgendwie noch nicht bemerkt. Der ist ganz, ja, fixiert auf sein Ziel. Ich weiß gar nicht, wen der treffen will, aber ihr seht den da oben. Der hat eine Sniper und hängt da oben rum. Okay, ich würde sagen, wir benutzen einfach mal den Überraschungsmoment, suchen uns jetzt irgendwie eine Stelle, wie wir nach da oben kommen, solange der uns jetzt noch nicht bemerkt hat. Denn aktuell eröffnet der das Feuer noch nicht. Das heißt, der hat uns wirklich noch nicht bemerkt. Da haben wir jetzt richtig Glück gehabt. So, wir müssen uns jetzt irgendwie einen Ort suchen, wie wir nach da oben kommen. Ah, perfekt, hier irgendwie. Okay, Kollegen, ich würde sagen, holt die Waffen raus. Holt die Waffen raus, jetzt könnte es ernst werden. Zum Glück haben wir es hier nur mit einem Täter zu tun, nach erster Einschätzung. Ich weiß es aber nicht genau. Gut, wie kommen wir jetzt hier hoch? Ja, okay, das ist wirklich schwierig, hier hochzukommen. Vielleicht von hier irgendwo. Wir müssen irgendwie nach da oben klettern. Oh Mann, ohne dass der uns hier hört. Ne? Deswegen, Kollegen, leise sein. Ne, hier geht es anscheinend doch nicht hoch. Irgendwie muss es doch eine Leiter geben. Also beim anderen Gebäude gab es eine Leiter. Ich weiß es nicht, sonst müssen wir da wirklich mal von unten den irgendwie ja probieren zu verhaften. Das heißt, wir können den gleich einfach bedrohen mit der Waffe. Aber ansonsten klettern wir mal hier hoch. Ja, da kommen wir auch nicht darüber. Ey Leute, das ist wirklich schwierig. Gibt es denn hier hinten eine Leiter? Okay, Kollegen, kommt mal alle mit, kommt mal alle mit. Gut, Verstärkung brauchen wir jetzt erstmal nicht, aber hier habe ich eine Leiter gefunden. Da können wir jetzt einfach mal ganz entspannt hochklettern. Und dann müssen wir auch, denke ich mal, ein bisschen langsamer laufen. Nicht auf den Zurennen. Boah, da vorne ist er, da vorne ist er. Ihr seht ihn. Okay, ihr seht ihn. So, wir behalten den auf jeden Fall ganz streng mal im Auge. Nicht, dass er jetzt irgendwie noch das Feuer eröffnet, dann müssen wir auf jeden Fall sofort schießen. So, meine Kollegen sind alle hinter mir. Hoffentlich, ich höre die auf jeden Fall. So, ich hoffe, die haben es alle hier. Ja, okay, da sind sie. Da sind sie. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir gleich den Zugriff. Ich glaube, der Typ, der wartet irgendwie, bis hier sein Opfer vorbeifährt. Also, wir hoffen mal nicht, dass gleich das Ziel des Anschlags hier irgendwie langkommt und wir es nicht schaffen. So, der Herr, nehmen Sie sofort die Waffe runter. Waffe runternehmen. Alles klar, okay. Okay, der ist sichtlich verwirrt hier. Oh, der war wirklich zu fixiert auf sein Opfer. Gut, ja, der hat es anscheinend wirklich nicht bemerkt. Das ist auf jeden Fall gut. Der hat hier nicht geschossen.
Ja, erster Einsatz ist erledigt. Also Leute, ihr seht schon, wir haben auch mal solche Einsätze hier. Ist auf jeden Fall mega cool. Den hatte ich bislang noch nicht, dass irgendwie so ein Auftragsmörder auf einem Dach ist und auf irgendeinen Opfer wartet. Also wirklich mega cooler Einsatz. Auch richtig gut hier abgelaufen. Der Mann hat uns einfach nicht bemerkt und die Verhaftung ist dann relativ friedlich verlaufen. Ich würde sagen, wir rufen jetzt die Kollegen von der Streifenpolizei, lassen den Herrn hier abtransportieren und dann begeben wir uns auch wieder auf die Wache und warten auf den nächsten Einsatz. Okay Leute, das muss ich euch jetzt nochmal zeigen. So sieht's aus, wenn man einen Gefangenen die Leiter runterträgt. Also da, wurde das noch nicht ganz so gut umgesetzt hier in GTA. Sah auf jeden Fall ein bisschen komisch aus, aber jetzt können wir auf jeden Fall... Oh lol, meine Kollegen fallen hier einfach runter? Was hatten die in der Ausbildung gelernt? Ja, das kann ja noch lustig werden. Gerade an der Wache angelangt, erreicht uns auch schon der nächste Notruf, dieses Mal aus der Innenstadt. Und zwar wurde eine aktive Bedrohung gemeldet, sprich eine Schießerei. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir rücken da direkt mal an. Es ist ja in Los Santos irgendwie so, dass beinahe täglich irgendwelche Schießereien passieren. Also die Leute hier, die haben echt zu viele Waffen. Das ist irgendwie ziemlich krass, immer eine Schießerei irgendwo. Deswegen, wir müssen da auf jeden Fall mal anrücken. Ich glaube, das ist nicht ganz in der Innenstadt, sondern eher so in der Nähe vom Hafen. Deswegen, wir müssen uns das einfach mal anschauen, irgendwie eine Schießerei. Soll es da geben. Unser Kollege hängt ja natürlich wieder dran. Auf jeden Fall, Leute, habe ich auch jetzt gemerkt, dass vielen Leuten diese SEK-Videos gefallen. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr natürlich auch, wenn ihr es nicht schon getan habt, ein Abo dalassen und gerne auch die Glocke aktivieren. Denn ich habe gesehen, einige Leute schauen die Videos, haben aber meinen Kanal nicht abonniert und bekommen daher auch keine Benachrichtigung, wann denn neue Videos kommen. Aber genug geredet, wir kümmern uns jetzt einmal um den Einsatz. Das Ganze ist hier irgendwo bei dem... Ey, Leute, da hatten wir doch in der letzten Folge so einen Brand, oder? Okay, hallo? Was ist denn hier los? Alles okay bei ihr? Okay, anscheinend ist das ein Hinterhalt. Okay, Hinterhalt. 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 Alter. Was ist denn das jetzt? Oh Mann, Leute. Okay, anscheinend haben hier irgendwelche Leute den Notruf gewählt, um die Polizeileute überfallen zu können. Die wollten, glaube ich, irgendwie... Ich weiß nicht, die haben einfach Hass auf die Polizei und wollten uns erschießen. Ja, jetzt habt ihr auch meinen Fehler bemerkt. Und zwar, ich habe vergessen, eine schusssichere Weste anzuziehen. Deswegen bin ich leider auch so schnell gestorben. Ja, gut, ich würde sagen, wir sammeln uns wieder auf der Wache und kehren dann nochmal zum Einsatzort zurück. Ich denke mal, die Täter sind gegebenenfalls noch vor Ort. Okay, Leute, ich habe gerade von der Wache Bescheid bekommen, dass meine Kollegen anscheinend noch vor Ort sind. Unser Einsatzfahrzeug gegebenenfalls auch noch. Vielleicht können wir das noch sicherstellen. Ich habe mir jetzt erstmal eine schusssichere Weste hier angezogen und dann rücken wir auf jeden Fall direkt mal zum Einsatzort an. Übrigens, Leute, gleich werde ich euch dann auch nochmal zeigen, wie viel unser neues Einsatzfahrzeug so aushält. Aber ich würde sagen, jetzt fahren wir dann erstmal zurück zu unseren Kollegen. So, wir hören schon Schüsse hier. Wir sind jetzt ganz in der Nähe. Ich höre schon Schüsse. Okay, ich hoffe, meine Kollegen sind jetzt nicht alle irgendwie umgekommen. Ah, gut. Okay, da vorne haben wir schon einen. Hey. Okay, Waffe runternehmen. Wie viel hält denn die Frau aus? Okay, das ist der Nächste, das ist der Nächste. Ich brauche hier einmal bitte Verstärkung. Einmal bitte Verstärkung. So, wir haben hier eine krassere Waffe. Ey, wie viele sind das? Okay, Leute, okay. Ich warte kurz nochmal, bis Verstärkung kommt. Ich glaube, die haben alle meine Kollegen getötet. Das sind irgendwie doch mehr Täter als gedacht. Alter, wie krass ballern die denn hier auf mein Fahrzeug? Alles klar, alles klar. Okay, meine schusssichere Weste ist auch schon gleich wieder durchschossen. Leute, was haben die bitte für Waffen wieder? Okay, ihr seht schon, das wird so ein bisschen wie in der letzten Folge, wo wir einfach irgendwie 5-mal probiert haben, denselben Einsatz zu meistern. Also, ich glaube, wir müssen gleich wirklich unsere Taktik ändern. Wir brauchen noch besseres Equipment und vor allem müssen wir zu jedem Einsatz immer mehrere Kollegen mitnehmen. Deswegen werden wir gleich uns auf jeden Fall nochmal ein neues Team zusammenstellen, damit wir nie alleine zu einem Einsatz fahren. Jetzt fahre ich da aber auf jeden Fall nochmal kurz hin, um das Ganze zu erledigen, damit der Einsatz auch erstmal abgeschlossen ist. So Leute, 400 Meter haben wir noch, dann sind wir wieder bei den Tätern. Auf jeden Fall möchte ich demnächst das Ganze hier auch vermeiden. Das heißt, wenn wir da zu Einsätzen anrücken, dass wir da auch wirklich erfolgreich sind. Weil das ist ein bisschen unrealistisch, wenn wir immer so zu den Einsätzen erneut hinfahren. Gut, meine Kollegen sind aber anscheinend auch schon immer noch da. Oder beziehungsweise andere Polizeieinsatzkräfte, hier sind sie. Und kümmern sich da auch schon um die Täter. Na gut, aber ihr seht schon, meine Kollegen, die kommen auch nicht wirklich klar. So, den haben wir, glaube ich. Okay, den haben wir. Ah gut, die Kollegen haben aber gute Arbeit geleistet auf jeden Fall. So, wir müssen mal gucken, wie es unseren SEK-Leuten geht, aber anscheinend sind unsere Kollegen genauso wie das Einsatzfahrzeug nicht mehr da. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal zur Wache und sammeln und dann auch wirklich für die nächsten Einsätze viel besser aufstellen und wirklich viel besser equippen. So, bevor es jetzt mit unseren Kollegen wieder losgeht, möchte ich euch noch schnell zeigen, was unser Fahrzeug hier alles aushält. Denn in der letzten Folge des Spezialeinsatzkommandos haben wir ja gesehen, wie schnell das letzte Fahrzeug kaputt gegangen ist, obwohl das eigentlich auch ziemlich groß und gepanzert war. Ich blende das jetzt auch nochmal kurz ein. Okay, anscheinend
Oh mein Gott, okay, das ist anscheinend irgendwie eine kleine Spielfläche. Was ist das denn jetzt? Alter, was haben die denn für Waffen? Dieses Fahrzeug hier ist natürlich ein bisschen besser gepanzert. Ich denke, eine Panzerfaust hält das jetzt auch nicht so wirklich aus. Da bräuchte man, denke ich, wirklich schon einen Militärpanzer. Aber sollten jetzt Leute auf uns ganz stark schießen oder mal eine Granate da drunter werfen, sollte, hoffe ich zumindest, nicht ganz so viel passieren. Wir gucken uns das Ganze mal an und wir sehen, das Fahrzeug steht noch. Okay, es läuft zwar ein bisschen Öl aus, aber ey, das ist wirklich cool, dass hier Öl ausläuft. Also, was für Details es hier gibt. Ohne Witz, okay, wir haben jetzt hier so ein Öl- oder beziehungsweise Kraftstoffleck, aber ansonsten fährt das Fahrzeug, denke ich, auch nochmal und die Blaulichter funktionieren auch. Also ich denke, hiermit können wir trotzdem fahren, bis eben das Benzin leer ist. Nee, das klappt wirklich alles. Wir haben jetzt hier nur eine Kraftstoff- oder eben Ölspur hinter uns, aber ja, ansonsten funktioniert noch alles. Also falls es wirklich mal zu solchen Situationen kommt, dass die Terroristen etwas stärkere Waffen dabei haben, sollte dem Fahrzeug erstmal nicht so viel passieren. Also wir sehen schon, das ist wirklich ein bisschen besser gepanzert. Aber ich würde sagen, ich hol jetzt mal unser neues Team und werde dann noch etwas krassere Waffen ausrüsten, damit wir nie wieder die Einsätze verkacken und auch wirklich immer hier bereit sind, die Einsätze, auch wenn da eben gefährliche Täter sind, zu lösen. So Leute, die Nachtschicht beginnt und wir haben ganz stark aufgerüstet. Ihr seht schon, was unsere Kollegen hier jetzt für krasse Waffen haben. Also ich glaube, wenn jetzt irgendwie nochmal eine Schießerei hier passiert, wenn ein Terroranschlag passiert oder sonstiges, werden wir die Täter besiegen können und diese Stadt ein Stückchen sicherer machen. Ich hoffe auf jeden Fall jetzt, dass ich meine schusssichere Weste nicht wieder vergesse. Ich habe die jetzt auch extra angezogen und deswegen würde ich sagen, sind wir jetzt erstmal auf Bereitschaft und warten dann wirklich auf den nächsten Einsatz. Wir werden dieses Mal so professionell handeln, wie es geht und auch etwas vorsichtiger sein, damit wir wirklich nicht nochmal direkt bei einem Einsatz sterben. Und deswegen, Leute, ich würde sagen, steigt ein, wir warten auf die Einsätze. Und da kam auch schon ein Einsatz rein und zwar wird hier ganz in der Nähe aktuell ein Kleidungsgeschäft ausgeraubt. Wir rücken auf jeden Fall sofort an. Ich frage mich auch, wieso Kleidungsgeschäfte um diese Uhrzeit noch aufhaben. Aber naja, egal, auf jeden Fall der Raubüberfall wurde uns gemeldet. Deswegen rücken wir so schnell es geht an. Das Ganze ist zum Glück auch nicht allzu weit entfernt. Deswegen wurden wir jetzt als erstes alarmiert. Die Streifenpolizei jetzt erstmal nicht. Wir können jetzt direkt anrücken und wir hoffen einfach mal, dass bis zum Eintreffen die Täter nicht schon abgehauen sind. Anscheinend haben die auch Waffen bzw. versuchen sich gerade mit Waffengewalt dort im Laden zu bereichern und ja, okay, die Kollegen sind anscheinend doch hinter uns von der Streifenpolizei. Na, ich würde sagen, wir sind sowieso als erstes da. Hier wurde uns das Ganze gemeldet. Hier sehen wir auch schon das Kleidungsgeschäft. Täter sind auf jeden Fall schon drin. Ich habe gerade schon gesehen, ein Täter ist da. Okay, einer anscheinend. Na gut, vielleicht verstecken sich noch hinten welche. Also gerade sehe ich nur einen Täter. Wir gehen aber mal einfach mal von drei aus. Und ich würde sagen, so, wir machen direkt mal Zugriff. Okay, meine Kollegen, die gehen schon richtig ab hier. Okay, alles klar. Sind ja noch mehr drin? Sind denn noch mal drin? Wir wissen es gerade nicht. Wir kontrollieren das Ganze mal. Ja, anscheinend nicht. Okay. Wir haben keinen Kopf. Doch, haben wir. Okay. Naja, anscheinend sind hier nicht mehr Täter drin. Na gut, das war dann anscheinend hier irgendwie ein leichter Raubüberfall. Sonst normalerweise kommen die ja immer mit mehreren. Aber das konnten wir jetzt eigentlich relativ schnell regeln. Deswegen, ich würde sagen, wir rufen einfach mal den Rettungsdienst an. Dem Verkäufer geht's aber auch gut. Also wir haben hier wirklich ganz schnell durchgegriffen. Das war wirklich jetzt wieder mal ein erfolgreicher Einsatz, auch wenn nur ein Täter da war. Aber der Verkäuferin geht soweit gut. Rettungsdienst ist informiert. Und an dieser Stelle wäre der Einsatz dann auch für uns erstmal erledigt. Wir müssen jetzt auch direkt schon los zum nächsten Einsatz. Ich habe hier nochmal Kollegen angefordert. Der RTW sollte auch gleich eintreffen. Ihr sichert dann nochmal hier den Tatort, denn wir müssen auch schon los. Es gibt anscheinend wieder einen Raubüberfall. Also irgendwie, ja, ich weiß nicht, heute ist Raubüberfalltag. Es könnte auch sein, dass es irgendwie eine Verbrecherbande ist, die heute ein paar Raubüberfälle in der Nacht machen will. Aber natürlich ohne uns, denn wir rücken auch schon zum nächsten Raubüberfall an. Anscheinend sind die Täter wieder bewaffnet. Wie viele es sind, haben wir leider als Information nicht bekommen. So, unsere Kollegen da fahren auch zu einem Einsatz. Also anscheinend heute ist hier sehr viel los in dieser Nacht in Los Santos. Gut, wir sind auch gleich schon da. Das ist auch direkt irgendwie gegenüber der Polizeistation. Also das ist ja wirklich mega dumm, neben der Polizeistation einen Laden auszurauben. Okay, denken die da irgendwie, die Polizei kommt da schwieriger hin oder was? Na gut, hier ist auf jeden Fall der... Oh, okay, wir werden direkt beschossen. Die Täter flüchten anscheinend im Fahrzeug. Okay, na gut, meine Kollegen öffnen das Feuer schon mal. Auf die Reifen, so. Alles klar, die flüchten hier im Fahrzeug. Okay, sie steigen aus. Hände hoch, sofort ergeben. Sofort die Hände hochnehmen. Okay, alles klar. Wir wollen noch einmal bitte Verstärkung. Meine Kollegen schießen ja sicherheitshalber. So, nehmen Sie einmal bitte die Hände hoch. Kollegen, ihr könnt stoppen. Der hat keine Waffe mehr. Der hat die weggelegt. Okay. Ich verhafte erstmal den. So, Hände hochnehmen.
Gut, die wollten anscheinend gerade fliehen, Leute, aber wir konnten so schnell eingreifen, dass wir es anscheinend wirklich verhindert haben. Das hatte ich auch bisher noch nicht geschafft. Eigentlich ist das immer in so einer kleinen Verfolgungsjagd ausgeartet. Gut, die anderen Täter sind anscheinend noch auf der Flucht. Meine Kollegen, die warten natürlich jetzt erstmal auf meine Befehle. So, ich habe jetzt weitere Polizeistreifen nochmal in der Umgebung informiert. Hier sind jetzt einige Täter in der Umgebung nochmal geflohen. Ich denke, das sind nochmal zwei weitere Täter. So, an sie legen sich auf den Boden. Ich fordere dann nochmal eine weitere Unterstützungseinheit an. Die flüchtigen Täter sind jetzt zu Fuß hier. Das heißt, wir können eine Nahbereichsfahndung einleiten und ja, Bewaffnung sollten die eigentlich auch noch haben. Aber Leute, das war jetzt mega geil, wie das hier gelaufen ist. Wir konnten direkt hier das Feuer eröffnen auf die Reifen bzw. auf die bewaffneten Personen, die hier geschossen haben. Und dementsprechend konnten wir das Ganze ziemlich schnell verhindern. Also das Diebesgut können wir dann auch gleich sicherstellen. Ich fordere dann erstmal hier einen ADAC an, der das ganze Fahrzeug wegbringt. Und ihr merkt schon, ich bin hier gerade mega im Stress, denn wir haben hier immer noch die Leute. Wir haben so viel zu tun. Ja, wir müssen erstmal hier alles mit der Unfallstelle machen, mit dem Tatort, dann ja, Fahrzeug abschleppen, die Leute noch einsammeln, die hier auf der Flucht sind. Darum kümmern wir uns jetzt nochmal. So, okay. Ja, Kollegen, Vorsicht, Vorsicht. Ganz vorsichtig. Gut, ich denke mal, der Abschleppdienst sollte gleich kommen. Die Kollegen fahren da ganz dumm im Kreis rum. Ernsthaft? Hey, was ist mit meinen Kollegen falsch? Haben die gesoffen? Hey, guck, egal, okay, wir sind eh nur für das Sondereinsatzkommando zuständig. Das heißt, wir müssen uns um die Streifenkollegen nicht kümmern. Gut, ich glaube, die anderen Polizeistreifen kümmern sich gerade da hinten um einen der Flüchtigen. Das heißt, wir müssen nur noch einen einsammeln. Das ist auf jeden Fall perfekt. Okay, ich habe gerade die Meldung bekommen, dass alle Täter anscheinend geschnappt wurden. Also die Streifenpolizei hat hier im Zuge der Nahbereichsfahndung schon alle Täter geschnappt. Das ist auf jeden Fall jetzt erstmal perfekt gelaufen, Leute. Also der Einsatz lief wirklich dieses Mal wieder perfekt. Das hatten wir heute auch ein paar Mal. Ein Einsatz ging leider etwas schief. Aber ich denke, fürs nächste Mal wissen wir auf jeden Fall, wir müssen uns hier, wenn wir in Los Santos sind, etwas stärker equippen, brauchen wirklich mehr Kollegen. Wir sind jetzt hier mit 5 Kollegen, glaube ich, insgesamt unterwegs, also mit mir zusammen. Und wirklich so eine SEK-Einheit ist dann für die etwas härteren Fälle sinnvoll. Also wissen wir in der nächsten Folge auf jeden Fall, wie wir vorgehen sollen. Wenn ihr eine weitere Folge sehen wollt, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich bedanke mich bei euch allen ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.